Hallo und herzlich willkommen mir zu Hause. Heute machen wir ein After-Weekend-Cleaning und wie ihr seht, hat es die Bude dringend notwendig. Schlafzimmerchaos, die Küche ist auch das Urchaos, weil ja, wir waren ein bisschen einkaufen und ein bisschen Jumpert liegt herum und gekocht und hingestellt und nicht weggeräumt und ja, und das Badezimmer schaut auch nicht viel besser aus, die Waschmaschine rennt zwar schon, aber der Waschtisch, ja, so schaut es halt aus, wenn die Jungs durch das Badezimmer wüten und durch die Küche. Und los geht's wie immer in der Küche. Alle, die mir schon länger folgen, wissen, ich fange immer in der Küche an. Ganz selten, dass ich einmal im Schlafzimmer anfange oder im Badezimmer, weil meistens fange ich echt in der Küche an. Ich weiß nicht warum, aber das Bett kann ich ja nicht gleich machen nach dem Aufstehen, das sollen wir ja nicht gleich machen nach dem Aufstehen. Nicht? Wenn man aufsteht und das Bett gleich macht, das ist ja nicht gut. Wegen, weiß ich nicht, Bettmilben oder sonst irgend sowas. Ich meine, ich habe zwar ein Wasserbett, aber ja, deswegen mache ich es einfach nicht gleich nach dem Aufstehen, deswegen mache ich zuerst die Küche. Ja, weil meine Morgenroutine ist ja aufstehen, einmal munter werden mit Kaffee und ein paar Zigaretten, dann fertig machen, waschen, Zähne putzen, duschen, anziehen, was auch immer. Und dann geht's eben in die Küche. Und am Wochenende, habe ich euch hier schon ein paar Mal erzählt, mache ich so gut wie gar nichts. Da mache ich wirklich nur das Notwendigste, da tue ich nicht aufwaschen oder Staubsaugen schon, aber aufwaschen oder sowas und alles abwischen tue ich am Wochenende gar nicht. Und das mache ich dann eben am Montag in der Früh. Dieses Mal mache ich auch die andere Seite meiner Küche, weil die hat es ja auch dringend notwendig. Ihr seht diese ganzen Taschen und Altpapier, das trage ich dann weg, weil das hat sich halt gesammelt im Laufe des Wochenendes. Meine Tasche, ein Pullover, Schuhe, ja, klumpert, also ja, jede Menge. Was halt da so herumliegt, muss eben weggeräumt werden.
danach wie immer staubsaugen und aufwaschen. Alle Produkte, die ich verwende, habt ihr unten in der Infobox verlinkt, falls euch das interessiert. Ich liebe meinen Dyson und ich liebe auch meinen Sprühmopp. Nachdem heute Montag ist, after weekend, ne, das ist Montag, klar, muss ich natürlich mein Bett überziehen. Und diese Woche hat mein Mann Urlaub. Das heißt, kann sein, dass er hin und wieder in den Videos vorkommt, die ich diese Woche mache. Und er kann es natürlich nicht lassen, mich zu sekieren, wenn ich meine Videos mache. Ja? Ja. Wie ein kleines Kind. Ja, so ist er halt. Sorry. Ja, aber jetzt geht's weiter. Und immer absaugen. Und dann wird's neu überzogen. Gebügelt habe ich an diesem Tag nicht, weil das hat sich auch alles ein bisschen in die Länge gezogen, der Tag, weil ich bin da irgendwie nicht ganz füreinander gekommen. Ich habe die ganze Wäsche gewaschen und gebügelt habe ich sie dann am nächsten Tag. Die meiste Wäsche ist schon gewaschen an dem Tag. Am Anfang immer, diesmal habe ich zuerst die Badewanne eingesprüht, dann die Toilette, dann den Weichspüler nachgefüllt, weil ich war am Samstag im Metro und habe einiges neu gekauft. Diese Lade. Wahnsinn. Aber? Ich würde sagen, hier ist ein Übling fällig, wenn ich mal so die Laden anschaue. Jetzt gehört man geschichtet und geordnet und da drin schaut auch nicht viel besser aus. Was haltet ihr davon? Badezimmer-Übling? Video? Ja, nein? Schreibt es unten in die Kommentare rein, okay? Ja, also wenn ihr dabei sein wollt, wenn ich das aussortiere und neu ordne, schreibt es uns bitte unten in die Kommentare rein.
weil es ist dringend notwendig. Die Lade geht schon über und ich weiß auch gar nicht mehr, was da drin ist. Ich kaufe ja trotzdem die Sachen und weiß gar nicht, ob ich noch welche habe, weil, jo, ja, ist halt so. Ja, für alle, die neu sind auf meinem Kanal, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo dalässt und in die Kommentare reinschreibt, wer ihr seid, woher ihr kommt und ob euch meine Videos zum Putzen animieren, motivieren, weil für das sind sie eigentlich da. Ich würde mich auch sehr über einen Daumen hoch freuen und eben über Kommentare und Anregungen und. Für alle, die nicht neu sind auf meinem Kanal, also ich habe mir jetzt, genau, das fällt mir gerade ein, letztens haben mir zwei Mädels drunter geschrieben, eine war 21 und die andere war, glaube ich, 23 und ich habe das so lieb gefunden, ja, dass die sich meine Videos anschauen mit 21 und 23, ja. Weil andererseits, ja, da habe ich keine Ahnung gehabt vom Putzen und vom Bluten und Blasen, ja. Und die eine hat schon ein Kind und lebt mit ihrem Partner zusammen und hat ein zweijähriges Kind, hat noch nicht ganz die Routine entwickelt, hat sie mir geschrieben, aber keine Sorge, das kommt noch, ja. Also mit 21, da war ich lieber Drecksäuer, mit 21 hatte ich noch kein Kind, ich habe es mit 22 erst bekommen und da hat meine Bude ausgeschaut, na, könnt ihr euch eh vorstellen, ne? Da war ich nur fort und Halligalli und, ja. Ja, und die so richtig putzen tue ich auch noch gar nicht so lange, weil ich war früher eine Drecksau, da hat es ausgeschaut, wieso? Ja, aber mittlerweile bin ich auch schon alt, ich bin ja schon 44 und seit 10 Jahren oder was schaue ich schon, dass ich es relativ ordentlich habe. Obwohl so penibel wie jetzt bin ich noch nicht so lange. Ja. Wie schaut es mit euch aus? Habt ihr eine Putzroutine? Putzt ihr jeden Tag? Putzt ihr einmal die Woche? Putzt ihr gar nicht? Oder ja, immer nur Allfälliges? Schreibt mir was unten in die Kommentare. Und wir sind schon am Ende dieses Videos. Ich hoffe, ich konnte euch motivieren, auch zu putzen. Oder nachher zu putzen. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und natürlich über Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Bussi. Baba.